أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, zum nächsten Mittwochsunterricht, in dem wir uns aktuell mit der Mutter des Korans oder der Grundlage des Korans, der Heilenden, ja, dem Bittgebet, der Ausreichenden, der Surat al-Fatiha auseinandersetzen. Und wir haben letzte Woche unsere Reihe begonnen, in der wir begonnen haben, eine Reise durch die Ayat, die Verse der Surat al-Fatiha zu machen. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise, wie wir sehen werden. Nicht umsonst, wie wir letzte Woche gesehen und gehört haben, nicht umsonst hat die Surat al-Fatiha so viele Namen, so viele Beschreibungen, so viele Zielsetzungen. Und diese 7 Verse der Sura haben es in sich. Und ich hatte euch letzte Woche gesagt, dass wir uns die Verse der Surat al-Fatiha in 3 Teilen anschauen möchten. Ich habe etwas darüber nachgedacht und mir gedacht, warum sollen wir durch diese Sura hetzen, wo wir doch Zeit haben, Alhamdulillah, Woche für Woche uns mit ihr auseinanderzusetzen, inshallah. Und deshalb habe ich entschieden, dass wir nicht 3 Teile draus machen, sondern 7 oder 8, inshallah. Wir werden uns in jedem Teil ein Vers, wenn nicht sogar nur die Hälfte eines Verses, anschauen. Und schauen, was sagt Allah Ta'ala eigentlich? Was sagt er uns? Welche Botschaften werden uns in der Surat al-Fatiha vermittelt? Welche Zielsetzungen? Und wir werden sehen, dass es sehr, sehr viel ist, subhanallah. Sehr, sehr viel. Und wir haben letzte Woche begonnen und mit den Namen und Eigenschaften der Surat al-Fatiha gestartet und werden heute mit dem ersten Vers weitermachen, inshallah. Die, die den ersten Teil verpasst haben, können sich ihn anschauen. Der Bruder Mustafa von Islamedia hat ihn hochgeladen, den ersten Teil, den kann man sich anschauen, einführen zu Surat al-Fatiha. Und das heute wird der zweite Teil sein, inshallah. Und in diesem zweiten Teil werden wir mit dem Vers Alhamdulillahi Rabbil Alamin weitermachen. Wir könnten natürlich mit der Isti'adha beginnen, mit dem Ausdruck A'udhu billahi minash shaytanir rajim und dann mit Bismillahir Rahmanir Rahim. Doch wir werden das ans Ende stellen, inshallah. Denn die meisten Bedeutungen der Isti'adha und der Basmala, so nennt man diese beiden Dinge, werden uns in der Sura selbst begegnen, inshallah. Wir werden dann abschließend noch mal einige Dinge zu Isti'adha und der Basmala sagen.
Und die Surah Al-Fatiha beginnt mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mit dem sogenannten Hamd, mit der Hamdala. Wir wissen, dass wir den Ausdruck Bismillahirrahmanirrahim nennen wir wie? Oder das Sprechen von Bismillahirrahmanirrahim nennen wir die Basmala. Der Ausdruck A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim nennen wir die Isti'adha. Und der Ausdruck Alhamdulillah nennen wir die Hamdala. Das ist üblich für die arabische Sprache, dass man bestimmte Sätze mit einer bestimmten Bedeutung auch abkürzt. Und Allah Ta'ala beginnt mit Alhamdulillah. Was heißt Alhamdulillah? Wenn wir in Übersetzungen schauen, einen Mushaf aufschlagen oder eine Koranausgabe aufschlagen, eine Übersetzung des Korans aufschlagen, dann begegnen uns Übersetzungen wie alles Lob gebührt Allah oder aller Dank gebührt Allah. Und Alhamd, rein sprachlich zunächst einmal, kommt in der arabischen Sprache von Hamida, Yahmadu. Hamida, Yahmadu, das ist das Verb. Hamida. Und Hamid ist eine Person, die Hamd zum Ausdruck bringt. Und Mahmud, das Partizip passiv, ist quasi etwas, es kann eine Person sein, ein Ort oder etwas sein, das man dann beispielsweise lobt oder ihr dankt. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen, Lob und Dank, ist das dasselbe? Ich meine, warum lesen wir in den Übersetzungen alles Lob, aber auch mal aller Dank, ist das dasselbe? Lob und Dank? Auf jeden Fall sind uns auch Namen bekannt, die natürlich mit diesem Hamd beschrieben werden. Ein Name Allahs ist Al-Hamid. Allah ist Al-Hamid. Das bedeutet, dass Allah der Einzige ist, den man dauerhaft und zu jeder Zeit unabhängig loben und danken darf. Oder er ist der Lobens- und Dankenswerte, der unabhängig Lobens- und Dankenswerte. Das ist eine Bedeutung von Al-Hamid. Das ist ein Name und eine Eigenschaft Allahs. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt Muhammad. Das ist eine Steigerungsform von Hamida Yahmadu. Hamada Yuhammidu. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, bevor er Muhammad war, was? Wie hieß er? Bevor er Muhammad war? Wie bezeichnet ihn Allah Ta'ala im Koran in den Worten von Isa alaihi salam? Ismuhu Ahmad. Ahmad. Und das, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren war, war er schon ein Löblicher, ein Gelobter. Aber dadurch, dass er dann auf die Welt kam, wurde er von Ahmed zu Muhammad. Warum? Weil sich dieser Lobpreis ihm gegenüber, aber auch weil sich seine löblichen Handlungen, dadurch, dass er Mensch geworden ist, vermehrt haben. Deswegen eine Steigerungsform von Ahmed zu Muhammad. Und Muhammad sozusagen ist von der Bedeutung der hochgelobt ist, lobenswert ist auf eine besondere Art und Weise und der auch viele löbliche Handlungen vollzieht, viele löbliche Eigenschaften hat. Und das ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was heißt jetzt Hamd? Hamd, wir haben es schon angedeutet, in diesem Hamd stecken grundsätzlich zwei Dinge, zwei Bedeutungen. Hamd kann Shukr sein, Dankbarkeit. Hamd kann auch Thana oder Madh sein, eine Form von Lob und Lobpreis. Deshalb ist Dankbarkeit und Lob dasselbe? Nein, grundsätzlich nicht. Ich kann jemandem danken, ohne ihn zu loben. Aber ich kann auch jemanden loben, ohne ihm zu danken. Wenn, mashallah, ein Bruder mir Wasser bringt, dann sage ich Shukran, von Shukr, danke, oder? Fange ich jetzt an, ihn zu loben, wie schön seine Kleidung ist und wie schön er läuft und wie schön er spricht, wird denken, okay, immer mit der Ruhe, ich habe dir nur Wasser gebracht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir etwas Schönes anschaue, eine schöne Landschaft sehe und sage, MashaAllah, wie schön, ich lobe diese Landschaft, oder? So ein Lobpreis, wenn ich sage, MashaAllah, wie schön hat Allah Ta'ala diese Landschaft erschaffen. Sage ich jetzt, danke Landschaft? Nein, ich würde auch denken, der hat sie nicht mehr alle. Das heißt, es kann sein, dass ich einer Sache danke, ohne ihr zu loben. Eine andere Sache lobe, ohne ihr zu danken. Doch Hamd beinhaltet grundsätzlich beide Dinge. Wenn ich sage Alhamdulillah,
dann lobpreise ich Allah und danke ihm zugleich. Was lobpreise ich und wofür danke ich ihm? Wenn ich Allah Ta'ala lobpreise oder im Allgemeinen etwas lobpreise, dann aufgrund bestimmter schöner Eigenschaften und Handlungen. Und wenn ich sage Alhamdulillah, dann lobe ich Allah Ta'ala zunächst einmal. Und bin mir auch natürlich dessen bewusst, dass er die ausnahmslos schönsten Eigenschaften hat. Deswegen sage ich Alhamdulillah. Alles Lob gebührt Allah. Seine ausnahmslos schönen Eigenschaften und Handlungen. Doch ich danke ihm gleichzeitig. Mit Alhamdulillah bringe ich nicht nur diesen Lob zum Ausdruck, sondern auch Dank. Und wofür danke ich Allah? Und hier sehen wir einen feinen Unterschied zwischen reinem Schukr und Schukr in Form von Hamd. Wenn ich Schukr betreibe im Arabischen, dann danke ich einer Person zum Beispiel, die mir etwas Gutes tut. Der Bruder, der mir Wasser bringt, dem danke ich, weil er mir Wasser gebracht hat. Es ist ich bezogen. Es geht um das Geschenk, das ich bekommen habe. Die Güte, die mir zuteil wurde. Wenn ich aber sage, Alhamdulillah, dann danke ich Allah nicht nur für die Dinge, die er mir gegeben hat, sondern auch anderen gegeben hat. Merkt ihr den Unterschied zwischen Shukr und Hamd? Das heißt, wenn ich sage, Alhamdulillah, dann danke ich Allah nicht nur für das, was er mir gegeben hat, sondern ich schaue über den Tellerrand. Es ist nicht mehr rein ich bezogen. Ich schaue mir die gesamte Schöpfung an und sage, Alhamdulillah. Allah hat nicht nur mich versorgt, sondern auch ihn und sie und ihn und sie und alle Geschöpfe. Alhamdulillah, was für eine Gnade. Was für eine Gnade, oder? Das heißt, wenn wir vom Schukr zum Hamd gehen, gehen wir vom rein ich-bezogenen zu einem sehr weiten Blick. Denn wenn wir diesen weiten Blick haben, dann werden uns ja, die Gnaden Allahs und die Geschenke Allahs jeden Tag aufs Neue, für jedes einzelne Geschöpf, immer klarer und immer bewusster. Wir sagen Alhamdulillah, Alhamdulillah, und wir lobpreisen Allah für seine ausnahmslos schönen Eigenschaften und Handlungen und danken ihm zugleich für alles an Güte, was er uns hat zukommen lassen und anderen. Das ist auch so ein starker Ausdruck, Alhamdulillah. Subhanallah. Und damit beginnt was? Damit beginnt, haben wir gesagt, unsere Rezitation im Mushaf, wenn wir den Koran aufschlagen und die Rezitation des Korans beginnen. Dann sagen A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist erstmal ein Statement. Bevor wir zu irgendeinem anderen Vers im Koran kommen, bevor wir über irgendetwas anderes nachdenken, erstmal Alhamdulillah. Alhamdulillah sagt uns, wer Allah ist. Alhamdulillah sagt uns, wer wir sind. Alhamdulillah sagt uns, wie die gesamte Schöpfung in Beziehung zu ihrem Schöpfer steht. Damit beginnt die Botschaft des Korans. Mit Alhamdulillah. Subhanallah, wie ausdrucksstark. Und allein dieses Alhamdulillah bringt jetzt rhetorisch einige besondere Dinge mit sich. Denn im Arabischen, rein im Arabischen, könnte man diesen Hamd auch auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck bringen. Wir könnten beispielsweise sagen Alhamdulillah oder im Arabischen Nahmadullah. Wir sagen Alhamdulillah, aller Lob und jeder Dank gebührt Allah zum Beispiel. Allah allein. Oder wir sagen, wir loben und danken Allah. Nahmadullah in der Verbform. Macht es einen Unterschied, ob ich es in Nominalform zum Ausdruck bringe oder in der Verbform? Ja, macht es. In der arabischen Sprache macht das einen großen Unterschied. Denn ein Verbalsatz, etwas mit einem Verb zum Ausdruck zu bringen, deutet in der arabischen Sprache auf Tajaddud hin, wie die arabischen Rhetoriker sagen, dass etwas erneuert sich. Etwas ist mal da und mal nicht. Ich muss es immer wieder erneuern. Wenn ich etwas aber in einem Nominalsatz zum Ausdruck bringe, dann bedeutet es Verbot. Es ist fest. Es ist unabhängig von Personen, die etwas tun. Verben haben immer mit Personen zu tun. Handlungen müssen getan werden, oder? Doch wenn wir sagen, Alhamdulillah, ja, wir lobpreisen und danken Allah, für was haben wir gesagt? Aber wir bringen auch zum Ausdruck, dass Allah in diesem Lob und diesem Dank unabhängig ist.
Allah braucht keinen. Er ist schon alleine, weil er ist lobens- und dankenswert. Subhanallah. Denn ein Mensch, auch wir, das ist unsere Realität, wir sind mal dankbar und mal nicht, oder? Sind uns der Gewaltigkeit Allahs mal bewusst, mal nicht? Doch Allah Ta'ala sagt uns gleich zu Beginn, dieser Lob und dieser Dank ist unabhängig von jedem Geschöpf. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und wenn wir ja diesen Ausdruck der Hamdallah uns in anderen Bereichen anschauen, zum Beispiel, wir hören manchmal in der Freitagspredigt den Redner was sagen, wie beginnt er seine Khutba? Innal Hamdalillah. Das ist ähnlich wie Alhamdulillah, oder? Innal Hamdalillah, Alhamdulillah. Wo ist der Unterschied? Inna ist erstmal ein Ausdruck der Bekräftigung. Etwas wird quasi verstärkt. Es wird gesagt, es gibt keinen Zweifel daran. Inna. Alhamdulillah. Doch dieses Inna, also rein von alleine betrachtet, dieses Inna ist erstmal ausdrucksstärker, als wenn man es nicht, also, oder der Satz mit Inna ist zunächst einmal ausdrucksstärker, als wenn man es nicht verwenden sollte, würde. Heißt es, dass Inna alhamdulillah, wenn der Khatib auf der Kanzel sagt, Inna alhamdulillah, das ist stärker als Alhamdulillah im Koran? Nein. Warum? Denn wenn der Khatib am Freitag zum Beispiel sagt, Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dann ist das ein Freitag, eine Versammlung und auch ein Feiertag. Und deswegen soll etwas bekräftigt werden, hervorgehoben werden. Deswegen sagt der Khatib, Inna alhamdulillah. Doch der Satz Alhamdulillah ist frei von diesen Verstärkungen. Er ist auch frei von anderen rhetorischen Verstärkungen. Wie zum Beispiel an anderen Stellen im Koran heißt es Walillahi alhamd. Umgekehrt, umgedreht, oder? Alhamdulillah, Walillahi alhamd. Oder wenn wir die Takbirat sprechen zum Eidtag. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Merkt ihr, der Satz ist umgekehrt. Alhamdulillah, lillahi alhamd. Das ist auch wieder eine Verstärkung. Aber warum diese Verstärkung? Weil es zur jeweiligen Situation passt. Es ist auf eine jeweilige Situation begrenzt. Doch wenn wir jetzt sagen und den Koran rezitieren und sagen und rezitieren Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann ist das nicht auf eine Situation begrenzt. Ja, dann braucht das keine Bekräftigung. Es braucht nicht mal eine Spezifizierung. Warum? Weil es eine fest, alleine, feststehende Aussage ist, eine unabhängige Aussage. Alles Lob und jeder Dank gebührt Allah allein. Punkt. Unabhängig von Personen, unabhängig von Zeiten, unabhängig von Orten, unabhängig von Sprache, unabhängig von, subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ein Ausdruck voll Lob, ein Ausdruck voll Dankbarkeit, ein Ausdruck voll Stärke. Und auch, weil Allah Ta'ala es eventuell für jeden Menschen überlässt, wie er es in diesem Moment fühlt. Manchmal sind wir dabei und sagen Alhamdulillah. Manchmal sind wir weniger dabei und sagen auch Alhamdulillah. Wenn es jetzt Inna Alhamdulillah bedeuten würde, dann müssten wir immer euphorisch dabei sein. Inna Alhamdulillah, Inna Alhamdulillah. Sind wir aber nicht, das ist nicht die Realität. Wenn wir es aber am Freitag, dann ist es noch naheliegender, dass wir es sind. An einem Eidtag noch naheliegender. Aber es ist was? Wieder auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Doch Alhamdulillah ist unabhängig von allem. Und dieser Lob und dieser Dank Allah gegenüber ist unabhängig von allem. Allah Ta'ala gleich zu Beginn, wenn wir den Mushaf aufschlagen, den Koran rezitieren, legt Allah Ta'ala ganz am Anfang direkt für uns fest, wovon wir überzeugt sein müssen. Woran wir glauben. Ja, woraus alles Existierende besteht. Und das ist aus dem Hamd Allahs gegenüber. Und eine weitere Verstärkung ist dieses L in Hamd. Es könnte im Arabischen auch heißen Hamdun Lillah zum Beispiel. Könnte jemand sagen. Hamdun Lillah. Das wäre kein falscher Satz im Arabischen. Aber was? Wir haben einen Artikel. Alhamdulillah, oder? Alhamdulillah. Und was bedeutet jetzt dieses L? L-A-L.
oder diese Alif Lam oder dieser Ta'rif im Arabischen. Man sagt Lam Ta'rif. Das kann jetzt im Arabischen drei Dinge bedeuten, dieses L, nur diese Artikel. Es kann Istiqraq al-Jins bedeuten, Ta'rif al-Jins und Ta'rif al-Ahd. Was heißt das? Es kann zunächst einmal Istiqraq bedeuten, dass dieses L bedeutet alle oder alles oder jeder. Wenn wir sagen Alhamdulillah, dann sagen wir nicht nur Lob und Dank gebührt Allah, jede Form von Lob und jede Form von Dank gebührt Allah allein. L. Oder ist es beispielsweise für Ahd im Arabischen etwas ganz Bestimmtes? Wenn wir sagen Alhamdulillah, dann haben wir einen ganz bestimmten Lob und eine ganz bestimmte Dankbarkeit, die natürlich wieder von Allah Ta'ala für uns definiert ist. Und beides ist richtig oder alle Bedeutungen oder alle sind nicht falsch. Aber viele Gelehrte sagen, dass es Istighraq al-Jins ist. Dass es so quasi jede Form von alle und jeder bedeutet. Das heißt, wenn wir sagen Alhamdulillah, dann bringen wir zum Ausdruck, dass wir Allah Ta'ala lobpreisen und dass er ausnahmslos schöne Eigenschaften und Handlungen hat. Und dass wir ihn allein für alles, was er uns an Gnaden schenkt und anderen an Gnaden schenkt, dass wir ihm allein dafür danken. Alhamdulillah. Was heißt jetzt Allah? Wir sagen Alhamdulillah. Okay? Und dieses Li im Arabischen, auch das ist wieder ein Lam, Alhamdulillah, das kann auch, die Rhetoriker sagen, das kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Eine der wichtigen Bedeutungen ist, dass es Lam für die Lam Milkiya, dass wir damit sagen, es gebührt Allah allein sozusagen. Allah ist der Besitzer dieser Dinge. Warum sagt Allah Alhamdulillah? Warum nicht Alhamdulil Khaliq? Alhamdu lil Mun'im, Alhamdu lil Hayy, Alhamdu lil Rahman. Wir sagen Alhamdulillah, oder? Allah ist Ismullah al-A'zam. Das heißt, es ist der gewaltige Hauptname Allahs. Und alle anderen Namen und Eigenschaften sind darunter zu subsumieren. Ich meine, wenn sich jemand, oder wenn wir uns vorstellen, jemand fragt uns, wer wir sind und jemand möchte wissen, wer wir sind. Und wir beginnen dann mit, ja, ich mag gerne Bücher lesen. Aber er sagt, wer bist du? Ja, ich treffe mich gerne mit Freunden. Denn wenn jemand fragt, wer bist du, will er meinen Namen wissen, oder wie ich gerufen werde, wie man mich ruft, wie ich heiße. Als ob Allah Ta'ala uns ganz am Anfang sagt, wer er ist. Jeder, der im Mushaf aufsteht und beginnt zu lesen, Allah sagt erstmal, wer er ist. Alhamdulillah. Und was ihm gebührt. Und welche Botschaft wir als allererstes verstehen müssen. Allah sagt, Alhamdulillah. Ich bin Allah. Derjenige, der unabhängig von jedem Geschöpf, unabhängig von Ort und Zeit, unabhängig von allem, lobenswert und dankenswert ist. Subhanallah. Alhamdulillah. Deswegen beginnt Allah Ta'ala, das Nachvollziehbare, nicht mit einem anderen seine Namen und Eigenschaften. Denn die Einleitung ist was, die ist entscheidend, oder? Wenn ich den Mushaf aufschlage, ich meine, wir haben, glaube ich, letzte Woche schon mal darüber gesprochen oder ein anderes Mal, den Tertib, diese Reihenfolge und diese Ordnung, die wir im Mushaf haben, wenn wir heute die Koran-Ausgabe aufschlagen. Viele Gelehrte sind der Meinung, dass genau diese Reihenfolge die Reihenfolge ist, wie der Koran in Lauh al-Mahfuz, in den ersten Himmel, hinabgesandt worden ist. Genau diese Reihenfolge, wie wir ihn heute haben. Aber dann hat was Allah Ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über den Engel Jibril alaihi salam einzelne Teile, je nach Situation, je nach Umstand, offenbart. Noch den Mushaf, den wir vor uns hier haben, die Reihenfolge von der Fatiha bis Surat al-Nas, das ist die Reihenfolge, die wir in Lauh al-Mahfuz in Bezug auf den Koran im ersten Himmel haben. Subhanallah. Und die Einleitung ist entscheidend, oder? Womit beginnt es? Und es beginnt mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und Allah, oder zum Begriff des gewaltigen Namens Allah, gibt es unterschiedliche Meinungen, woher dieser Begriff stammt.
gibt Gelehrte, die sagen, das ist ein Eigenname. Unveränderter Eigenname ist Mujahid. Es ist nicht irgendwoher abgeleitet. Allah ist der Begriff Allah. Und der ist schon auf diese Art und Weise allen Propheten so bekannt gewesen. Ja, allen Religionsanhängern vor den Muslimen so bekannt gewesen. Ich meine, wenn wir eine Bibel auf Arabisch aufschlagen, bei koptischen Christen, dann wovon ist die Rede? Von Allah im Arabischen. Es gibt andere Gelehrte, die sagen, nein, Allah, so wie auch andere Begriffe, was üblich ist für arabische Begriffe, sie sind von bestimmten Dingen abgeleitet. Sie werden von bestimmten Dingen abgeleitet. Und welche Möglichkeiten gibt es da? Oder zunächst einmal, einen Schritt vorher, die Gelehrten, die sagen, Allah ist abgeleitet, sagen, Allah kommt eigentlich im Arabischen von Al-Ilah. Al-Ilah. Und dann dieses Hamza von, bei Ilah, im Arabischen nennt man das Hadf, es kann üblich sein für arabische Begriffe, dass sozusagen ein Buchstabe entfernt wird, aufgrund eines bestimmten Grundes, dass aus Al-Ilah Allah geworden ist. Wenn man bei Al-Ilah das Hamza wegmacht und dann liest, dann heißt es Allah. Das heißt, es gibt Gelehrte, die sagen, Allah stammt von Al-Ilah. Wie gesagt, andere sagen, nein, es ist ein Eigenname, ein unveränderter Eigenname. Es ist einfach nur Allah. Und Al-Ilah oder Ilah kann jetzt im Arabischen von unterschiedlichen Dingen abgeleitet sein. Es kann vom Arabischen vom Verb Alaha, also Ilah kommt von Alaha. Und Alaha bedeutet Abada, also etwas anbeten. Es kann aber auch Aliha, das erste ist Alaha, das zweite ist Aliha bedeuten. Und Aliha kann im Arabischen auch unterschiedliche Dinge bedeuten. Es kann Tahayyara bedeuten, also man wird in Verwirrung gesetzt. Warum? Was hat das mit Allah zu tun, in Verwirrung gesetzt werden? Einige Gelehrte sagen, wenn ich anfange, über das Wesen Allahs nachzudenken, woraus Allah beschaffen ist und was Allah ist und wer Allah ist und so weiter, und dann auf Abwägen komme, dann verwirrt mich das. Ich kann das gar nicht fassen. Deswegen Tahayyara. Andere Gelehrten sagen, Aliha bedeutet sich beruhigen, Sakana. Schaut mal, genau das Gegenteil. Subhanallah. Warum? Oder es muss nicht das Gegenteil sein. Es kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Deswegen, es wird vom Gefährten Ibn Abbas eine Aussage überliefert. Er sagt, radiallahu an, تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله zum Beispiel, oder في الله. Das heißt, wir sollen über die Schöpfung Allahs nachsinnen, aber nicht über das Wesen Allahs, sozusagen. Warum? Weil das kann uns verwirren. Das können wir nicht fassen. Das überschreitet unser Denkvermögen. Doch es kann auch Sakana bedeuten. Warum? Denn wenn wir das annehmen, dass Allah der Einzige ist, der mit Recht angebetet werden darf, dann was? Dann führt das zur Ruhe. Genau das Gegenteil, subhanallah. Ein und dieselbe Sache, aber unterschiedliche Ergebnisse. Je nachdem, was ich damit mache, subhanallah. Sakana. Andere Gelehrte sagen, Aliha bedeutet Faza'a. Quasi, dass ich zu etwas flüchte. Das heißt, wenn ich erkenne, wer Allah Al-Ilah ist, wenn ich es wirklich verstanden habe, dann habe ich auch verstanden, dass ich zu keinem anderen flüchten kann, außer zu Allah. Andere Gelehrte sagen, es bedeutet, oder es kommt, oder in der Bedeutung, es ist in der Bedeutung von Wali'a, quasi für etwas leidenschaftlich brennen, sozusagen, subhanallah. Wenn ich Allah anbete und nur ihn allein anbete und nur ihn allein liebe und nur sein Wohlgefallen anstrebe. Und dann ist das auch eine Bedeutung von Aliha. Andere Gelehrte sagen, es kommt von Walaha. Walaha ist auch wieder eine Form von Liebe. Al-Wala ist auch wieder eine Steigerungsform von Liebe. Das ist eine leidenschaftliche Liebe. Das heißt, auch all diese Dinge können in die Bedeutung von Al-Ilah, und das ist Allah, bei all diesen Dingen, oder all diese Dinge können eine Rolle spielen als Bedeutung, Bedeutungsebene. Denn Allah ist der Einzige, was? Den wir auf eine bestimmte Art und Weise lieben und anbeten dürfen. Nichts anderes. Allah ist was? Der Einzige, zu dem wir flüchten, so wie zu keinem anderen flüchten. Allah ist was? Wenn wir zu ihm flüchten, dann finden wir Ruhe und Zufriedenheit. Allah ist was? Am Ende auch etwas, was wir mit unserem Verstand nicht ganz fassen können.
Und wenn wir sagen, La ilaha illallah, es gibt keinen Ilah außer Allah, dann sagen wir auch, es gibt keinen, zu dem ich flüchte außer Allah. La ilaha illallah, es gibt keinen, bei dem ich Ruhe und Geborgenheit und Zufriedenheit finde außer Allah. Wenn ich sage, La ilaha illallah, dann heißt das, ich liebe keinen so, wie ich Allah liebe. Ich möchte nichts so lieben, wie ich Allah liebe. Ich möchte, dass nichts in meinem Herzen den Platz einnimmt, so wie Allah diesen Platz einnehmen soll. La ilaha illallah, subhanallah. Und zurück zu unserem Thema, worum geht es? Um Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Schau mal, was da alles da drin steckt. Alhamd. Dann Allah, die Bedeutung von Allah. Was bedeutet Allah? Und eine der wichtigen Beschreibungen und Definitionen für den Begriff, für quasi diese ehrwürdige Bezeichnung Allahs, Allah, ist, dass er der Einzige ist, der mit Recht angebetet werden darf. Al-Ma'budu bihaq. Al-Ma'budu bihaq. Das ist derjenige, der mit Recht oder zu Recht angebetet wird. Das heißt, wir sagen Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aber der Satz ist noch nicht zu Ende, oder? Der Vers ist noch nicht zu Ende. Wir sagen Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was heißt jetzt Rabb? Wir haben gesagt, in dem ersten Vers gibt Allah Ta'ala uns gleich zu Beginn ja, die wichtigste Botschaft überhaupt. Wer ist er und wer sind wir? Wer ist er? Derjenige mit den ausnahmslosen schönen Eigenschaften und Handlungen. Der Einzige, der zu Recht angebetet werden darf. Und derjenige, dem wir danken, nicht nur für die Gnaden, die wir bekommen haben, die andere bekommen haben. Allah Ta'ala beginnt mit einer wichtigen, grundlegenden Botschaft für uns. Menschen. Menschen. Warum? Weil der Koran ist eine Botschaft für alle Menschen, nicht nur für uns. Für alle Menschen. Und dann geht es weiter. Allah Ta'ala beschreibt sich weiter und sagt, dass er Ar-Rabb ist. Ich meine, wenn wir Rabb übersetzen, was kennt ihr für Übersetzung für Rabb? Wir sagen, alles Lob und jeder Dank gebührt Allah, was? Herrn. Was heißt denn Herrn? Kennt ihr andere Übersetzungen? Es gibt manche, die sagen, auch diese Übersetzung Herr ist aus dem Christlichen entnommen sozusagen. Weil auch der Begriff des Herrn ist auch bekannt. Es ist nicht falsch. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Wir werden gleich sehen, was Rabb bedeutet. Es ist nicht falsch. Aber man hat natürlich, als man angefangen hat, den Koran zu übersetzen, sucht man natürlich in der Übersetzungssprache, der deutschen Sprache, nach Wörtern, die passen. Und eine Sache, die einen in den Sinn kommt, wenn man sucht, ist der Begriff des Herrn. Das ist auch etwas Bekanntes im Deutschen. Im Englischen gibt es sowas wie Lord, läuft auf Ähnliches hinaus. Kennst du eine andere Übersetzung als Herr? Erzieher, okay, ja. Im Arabischen der Erzieher ist Murabbi, das hängt damit zusammen, werden wir gleich sehen. Aber ich meine, wenn wir in die Koran-Übersetzung schauen, wir kommen gleich auf den Punkt, das ist nicht falsch. Aber wenn wir in die Koran-Übersetzung schauen, kennt ihr andere Übersetzungen? Herrscher. Herrscher, okay, kann sein, ist mir nicht bekannt. Herrscher. Erhalter, habt ihr schon mal Erhalter gelesen? Erhalter gibt es auch als Übersetzung. Da schauen wir uns den Begriff erstmal an. Was heißt Rabb? Erstmal auch Rabb allein, der Begriff Rabb kann im Arabisch von unterschiedlichen Dingen abgeleitet werden. Es kann von Rabba abgeleitet sein, sozusagen. Und was das bedeutet so viel wie besitzen, beherrschen. Man sagt ja im Arabischen auch Rabbatud Dar, also wenn zu Hausherrin sozusagen. Oder zur Mutter, die Kinder erzieht oder derjenige, der die Kinder erzieht im Haus und sich um das Haus kümmert, ist Rabbatud Dar sozusagen. Es kann aber auch von Terbia kommen, sozusagen. Und Terbia ist die Bedeutung von Erziehen, Bilden. Das erste war Name. Das zweite ist eine Steigerungsform zu dem ersten. Beim ersten sagen wir, der Partizip aktiv ist Rabib oder Marbub oder Name.
Genau, und das zweite kommt von Tarbiya, Rabba, Yurabbi, Murabbin, Murabban und so weiter. Und das erste kann bedeuten besitzen, beherrschen, das zweite bilden, erziehen. Und der bekannte Sprachwissenschaftler Al-Firu Zabadi sagte, das Wort Ar-Rab stammt im Grunde von Tarbiya, was etwas schrittweise bilden bis zum Grad der Vollständigkeit bedeutet. Quasi Tarbiya im Arabischen bedeutet, dass ich etwas bilde, aufbaue, erziehe, aufziehe, schrittweise, bis es einen bestimmten Grad erreicht hat, bis es vielleicht vollständig ist, selbstständig ist, und so weiter. Denn was hat das jetzt mit dem Namen Allahs Ar-Rab zu tun? Sagt uns wieder zwei wichtige Dinge. Wer ist Ar-Rab? Ar-Rab ist zunächst einmal der Besitzer und Herr und Herrscher über alle Dinge. Er besitzt sie. Warum? Weil er hat sie erschaffen. Allah hat alles erschaffen und dann ist auch der Besitzer dieser Dinge. Gleichzeitig aber kümmert er sich um die Dinge, die er erschaffen hat. Deswegen sagen einige Gelehrten, dass viele bestimmte Beschreibungen Allahs unter dem Begriff Rabb gehören. Sie sagen, Ar-Rabb ist As-Sayyid. Manchmal, wenn man arabische Wörterbücher aufschlägt oder nachschaut, was bedeutet Ar-Rabb, dann sieht man Beschreibungen wie Ar-Rabb ist As-Sayyid, ist Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, Al-Qayyim, Al-Mun'im, As-Sayyid, haben wir gesagt, Al-Muslih. Guck mal, subhanallah, so viele Beschreibungen. Was bedeuten all diese Beschreibungen? Allah Ta'ala lehrt uns wieder was sehr, sehr Wichtiges. Und zwar, wer er ist und im Vergleich dessen, wer wir sind. Wenn Allah als Ar-Rab, Al-Malik ist, wie wir gesagt haben, der Besitzer aller Dinge, dann sagt er uns, alles ist in seiner Herrschaft und alles ist in seinem Besitz. Doch etwas zu besitzen, muss es auch gleich bedeuten, dass ich diese Sache leite, führe, unter Kontrolle habe? Nein, muss es nicht. Ich meine, vielleicht in einer etwas älteren Vorstellung, wenn ein König, oder heute noch, es gibt auch noch Könige und Königinnen, aber natürlich nicht wie früher, aber wenn ein König Ländereien, Länder besitzt, hat er Einfluss auf jedes einzelne Haus in seinem Herrschaftsgebiet? Nein, grundsätzlich nicht, oder? Er weiß vielleicht nicht mal, was sie tun, die Häuser und Menschen in seinem Herrschaftsbereich, oder? Aber Allah sagt uns, er ist nicht nur Al-Malik, er ist As-Sayyid. Er besitzt nicht nur die gesamte Schöpfung, weil er sie erschaffen hat. Er weiß auch ganz genau, was jedes einzelne Geschöpf tut. Und er befiehlt bestimmten Geschöpfen, ja jedem Geschöpf natürlich, nicht nur bestimmten, aber jedem Geschöpf genau auch, was es tun soll. Subhanallah. Und das ist Ar-Rab. Ar-Rab bedeutet, dass Allah uns besitzt, dass wir in seiner Herrschaft sind, in seinem Besitz sind und dass er uns auch leitet, gleich im Einzelnen. Denn nicht jeder, der etwas besitzt, hat auch die Sache selbst unter Kontrolle. Muss nicht sein. Doch Allah sagt uns, er hat alles in seinem Besitz unter Kontrolle. Und er ist Al-Murabbi. Guck mal, noch eine Steigerung. Ich meine, wenn ich ein Haus besitze, ich bin Malik von diesem Haus, okay? Ich bin auch der Sayyid des Hauses, ich habe dieses Haus unter Kontrolle. Heißt, muss es bedeuten, dass ich dieses Haus pflege, müssen wir auch verkümmern lassen, oder? Ich kann es dreckig lassen, es kann brüchig werden, ich saniere es nicht, ich muss den Rasen nicht mähen, oder? Ich habe es trotzdem im Besitz und unter Kontrolle. Doch Allah sagt uns, was sehr wichtig ist. Er ist Al-Malik, er ist Sayyid und er ist Al-Murabbi. Wir sind nicht nur in seinem Besitz, er hat uns nicht nur jeden Einzelnen unter Kontrolle, nein, er kümmert sich auch um uns. Er will immer Gutes für uns. Er ist Murabbi. Er erzieht uns mit den Dingen, die er uns schenkt, den Dingen, denen er uns leitet und so weiter. Das ist Allah ist Al-Malik, Al-Sayyid, Al-Murabbi. Das sind alles Bedeutungen von Ar-Rab. Subhanallah. Und Allah ist auch Al-Qayyim, eine der Bedeutungen, wenn wir in die arabischen Wörterbücher schauen, für Ar-Rab ist Al-Qayyim. Was heißt Al-Qayyim? Al-Qayyim ist derjenige, der etwas aufrecht erhält. Al-Hayy Al-Qayyum, eine ähnliche Bedeutung, Al-Qayyum, auch ein Name und eine Eigenschaft Allahs. Aber Al-Qayyim ist noch etwas anderes. Al-Qayyim heißt, ich halte eine Sache aufrecht. Ich meine, schaut mal, Allah hat uns erschaffen. Wir sind in seinem Besitz und seiner Herrschaft. Er kontrolliert uns. Er kümmert sich um uns. Doch auch die einzelnen Phasen unseres Daseins, ja wir selbst, erhält es diese Gnaden die gesamte Zeit aufrecht.
Nicht nur für einen Moment, nicht nur für zwei Momente, die ganze Zeit. Unser Blutkreislauf. Jetzt in diesem Moment, wo wir hier sitzen und sprechen und zuhören und nachdenken. Alles funktioniert, oder? Hoffen wir zumindest. Denken, Blutkreislauf, Atmung. Guck mal, subhanallah. Wenn Allah wollte, würde es einen Moment gehen und dann im nächsten Moment nicht gehen, oder? Ist auch die Realität, oder? Subhanallah, manchmal, auch wenn es manchmal traurige Momente sind, ein Kind kommt auf die Welt, atmet für einen Moment, schreit und stirbt dann. Das heißt, Allah Ta'ala entscheidet. Warum? Weil er Ar-Rabb ist. Weil er Ar-Rabb ist. Allah ist Ar-Rabb. Subhanallah. Und wenn wir darüber nochmal nachsinnen, dann merken wir, subhanallah, wie viel Gnaden, gerade in diesem Moment, wo wir nur sitzen und nichts tun, wie viel Gnaden wir beschert werden von Allah Ta'ala. Subhanallah. Und deshalb sagen wir was am Anfang? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Man sieht, wie diese Dinge zusammenpassen. Wenn wir verstehen, wer ist Allah und wer ist Ar-Rabb, dann können wir nichts anderes tun, als Alhamdulillah zu sagen. Subhanallah. Und jetzt geht's weiter. Allah Ta'ala. Oder vielleicht noch mal kurz über den Begriff Rabb. Ich meine, Rabb bedeutet auch der Al-Mun'im. Also Ni'ma ist eine Gnade. Allah ist Mun'im, ein Gnadengeber, ein Schenker. Ich meine, wie heute, wir Menschen, ganz ehrlich, wir Menschen, wie erkennen wir den Wert eines Geschenkes? Seid ehrlich. Wenn ich ein Geschenk bekomme, wie erkenne ich den Wert? Wie bitte? Wenn du es nicht mehr besitzt, okay, wenn es weg ist, ich habe es besessen, okay, das ist eine Antwort, das ist im Nachhinein. Ich denke direkt in dem Moment, wo ich etwas bekomme und das sehe. Ich meine, woran messe ich den Wert? Ganz normal, ja. Sehr gut, Barklaufi, ganz einfach raus, wie viel es gekostet hat, oder? Ich meine, wenn jemand mir etwas schenkt und dann das Preisschild vergisst, kennt ihr das? Das Preisschild vergisst und ich sehe, ich denke mir erst mal, oh, Mashallah, was für eine schöne Uhr, oder? Dann sehe ich, 10 Euro? Ob ich will oder nicht, wir Menschen, wir sind so, wir rechnen mit Zahlen, in den meisten Fällen. Wir sind natürlich dankbar, aber es macht einen Unterschied für uns Menschen, ob eine Sache 10 Euro kostet oder 1000 Euro, oder? Ganz ehrlich. Oder 100.000 oder 1 Million. Ich meine, wenn wir jetzt über die Gnaden und Geschenke Allahs uns gegenüber nachdenken, haben sie einen Wert? Kann ich sie mit solchen Werten messen, meine ich? Ich meine, unsere Hand, wenn ich fragen würde, was kostet deine Hand? Stell dir vor, jemand sagt zu dir, guck mal, gib mir deine Nase, ich gebe dir 1000 Euro. Wir Operation zum Arzt, er schneidet die ab, sieht schön, ich will sie zu Hause aufhängen. Du würdest sagen, der hat sie nicht mehr an, meine Nase. Was soll ich mit 1000 Euro machen, wenn ich keine Nase habe, oder? Stell dir vor, jemand sagt mir, gib mir nur ein Bein. Von der Hüfte bis zu den Zehen. Ich will ein Bein haben. Ich biete dir 100.000 Euro. Jeder Mensch mit Verstand sagt, nein, wenn ich kein Bein habe, dann subhanallah. Das heißt, wenn wir über die Gnaden und Geschenke Allahs nachdenken, dann merken wir, dass die Dinge, die Allah uns geschenkt hat, nicht messbar sind in ihrem Wert. So gewaltig sind sie. Ich meine ganz ehrlich, haben wir es irgendwie verdient? Haben wir irgendwas dafür getan, dass wir aufrecht laufen können? Dass wir Arme und Beine haben? Dass wir sprechen können, dass wir schmecken können, dass wir riechen können, dass wir hören können, dass wir sehen können? Ganz ehrlich, haben wir irgendwas dafür getan? Wenn Allah Ta'ala sie uns wieder wegnimmt, kann ich sagen, ja Allah, warum? Ich habe es doch verdient. Ich habe es doch bezahlt. Subhanallah. Deswegen sagen wir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und danken Allah Ta'ala dafür und lobpreisen ihn. Und was heißt jetzt Al-Alamin? Was kennen wir für Übersetzung von Al-Alamin? Herr der Welten. Okay, Welten, genau. Manche übersetzen es mit Welten. Was noch? Was kennt ihr noch für Übersetzungen? Für Alamin? Ja. Weltenbewohner. Ist das ein Unterschied zwischen Welten und Weltenbewohner? Erstmal Welt im Arabischen. Was bedeutet Welt im Arabischen? Alam. Oder Alam ist auch quasi alles Existierende außer Allah wird Alam genannt. Und der Plural ist Awalim. Warum heißt es Alamin? Ist auch irgendwie ein Plural, oder? Warum heißt es nicht Alhamdulillahi Rabbil Awalim? Warum heißt es Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Was sehr wichtig ist. Diese Endung, Alamin oder eigentlich Alamun, wie ich sage, Muhammadun oder Salihun, Salihin,
im Koran auch solche Dinge haben wir. Mu'minun, Mu'minin, Muslimun, Muslimin. Diese Endung, dieses Un oder In, ist eine Art Personenplural. Eine bestimmte Wortform, die auf, hier zum Beispiel auf Personen hinweist. Okay? Und das heißt, Allah Ta'ala, wenn er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann hebt er nicht nur hervor, dass er alle Welten geschaffen hat und der Herr aller Welten ist. Ich meine, die Botschaft des Korans ist in erster Linie für wen? Ist es für die Meere da draußen? Für die Insekten im Wald? Nein, Allah Ta'ala spricht bestimmte Geschöpfe an mit dem Koran, oder? Und welche Geschöpfe sind dies? Zunächst einmal die Menschen und die Djinn. Das sind denkende Wesen. Das heißt, Allah Ta'ala, wenn er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann hebt er uns hervor. Subhanallah, stellt euch mal vor. Allah hätte auch sagen können, Alhamdulillahi Rabbil Awalim. Und über alle Welten sprechen können. Und uns auch mit einbegriffen. Doch Allah sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Als ob er uns sagen würde, du, der das gerade liest, es ist eine ganz persönliche Botschaft für dich. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir werden direkt von Allah Ta'ala angesprochen, subhanallah. Und das im ersten Vers. Das heißt, Allah sagt uns was im ersten Vers direkt. Woraus diese gesamte, also woraus alles besteht eigentlich. Alles ist ein Ausdruck von Lob und Dank Allah gegenüber. Alles Existierende. Und er ist Allah. Und er ist Ar-Rabb. Doch wovon? Von dir. Subhanallah. Was ganz anderes, oder? Als wenn ich allgemein spreche oder jemanden ganz konkret anspreche. Subhanallah. Was für eine Gnade. Und dann kommen wir wieder ganz zurück zum Anfang. Deswegen sagen wir Alhamdulillah. Für all diese Dinge sagen wir Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Manchmal finden wir noch auch Gelehrte des Tasawuf, die in ihren Tafsir-Werken dann auch manchmal ausführen an dieser Stelle, was bedeutet eigentlich Shukr, was bedeutet Hamd in meinem Charakter sozusagen, welche Arten von Shukr, welche Arten von Hamd gibt es. Zum Beispiel, wie mache ich Dankbarkeit oder wie bringe ich Hamd zum Ausdruck? Grundsätzlich durch drei Dinge. Wie bringt der Mensch Hamd zum Ausdruck und Dankbarkeit zum Ausdruck? Und auch Lobpreis zum Ausdruck, durch drei Dinge. Durch das, was ich im Herzen trage, dass ich überzeugt davon bin, dass es keinen gibt, der angebetet werden darf, außer Allah, der mit bestimmten Eigenschaften, mit bestimmten Handlungen. Das ist erst einmal eine Sache des Herzens, eine Sache des Imans. Dann ist das eine Sache der Zunge. Ich soll diese Sache aussprechen, sondern nicht nur im Herzen tragen. Ich soll nicht sagen, ich trage in mir den Hamd in meinem Herzen. Nein, Allah will, dass wir es aussprechen, dass wir sagen, Alhamdulillah, Alhamdulillah, und dass wir es vermehren. Und dann ist das nicht nur ein Ausdruck des Herzens, ein Ausdruck der Zunge, auch ein Ausdruck der Handlungen. Warum? Was meinen wir mit Handlungen? Dass ich die Dinge, die Allah Ta'ala mir geschenkt hat, so einsetze, wie er von mir will, dass ich sie einsetze. Deswegen Imam al-Junaid, rahmatullah alayhi, sagt über al-Shukr, er sagt, an la ta'asa Allah bi ni'amihi, sagt er. Dass du Allah mit den Gnaden, die er dir gegeben hat, quasi dich ihm nicht widersetzt, mit den Gnaden, die er dir gegeben hat. Dankbarkeit bedeutet, dass du dich Allah mit den Gnaden, die er gegeben hat, nicht widersetzt. Das ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. Ich weiß, Allah Ta'ala hat mir Beine gegeben, Füße gegeben. Ich gehe mit ihnen nicht an Orte, die verboten sind. Allah hat mir Hände gegeben. Ich tue mit ihnen nichts, was Allah verboten hat. Allah hat mir eine Zunge geschenkt. Ich tue mit dieser nicht, was Allah mir verboten hat. Allah hat mir Augen geschenkt. Ich schaue keine Dinge an, die Allah verboten hat. Allah hat mir Ohren geschenkt. Ich höre mir nichts an, was Allah verboten hat. Und. Das ist ein Ausdruck von vollkommenen Hamd und vollkommener Dankbarkeit. Und andere Gelehrte sagen zum Beispiel, okay, es gibt drei Arten von Gnaden und Gaben, weil Hamd spricht auch von Gnaden und Gaben Allahs. Sie sagen, es gibt Ni'am Dunyawiyya, Ni'am Diniyya und Ni'am Ukhrawiyya. Ni'am Dunyawiyya, also diesseitige Gaben und Gnaden Allahs, das sind was? Gesundheit und Vermögen. Sie sagen, es gibt Ni'am
Diniya, also religiöse, sind was? Wissen und Taqwa. Auch Geschenke Allahs oder Wissen, Gottes Ehrfurcht haben. Geschenke Allahs, wofür wir Alhamdulillah sagen sollen. Jenseitige, es gibt diesseitige. Das ist, viele Menschen streben danach, gesund zu sein, viel Geld zu haben, mashallah. Was auch nicht falsch ist. Aber wenn es nur das ist, dann haben wir ein Problem. Denn es gibt was? Es gibt auch jenseitige Gnaden. Und diesseitige Gnaden und Geschenke für die Jenseitigen zu verkaufen, macht nur ein Verrückter. Macht nur jemand, der nicht verstanden hat, worum es geht, der nichts versteht und nichts verstanden hat. Deswegen die Ni'am Ukhrawiya sind was? Große Belohnung für wenig Taten in einem kurzen Leben. Schaut mal. Große Belohnung für wenig Taten in einem kurzen Leben. Wie kurz unser Leben ist. 70, 80 Jahre. Wie lang? Vielleicht kürzer. Etwas länger. Ich meine, ganz ehrlich, runtergebrochen in der Zeit, in der wir leben. Wie viel können wir tun? Ich meine, wie viel zieht mal die Zeit ab, die wir schlafen? Die Zeit, die wir essen? Die Zeit, wo wir einfach tatenlos sind? Die Zeit, wo wir auf die Toilette gehen? Die Zeit und so weiter. Also wie viel Zeit für wirkliches Handeln? Doch obwohl wir so wenig Zeit haben für wenig Handlungen, belohnt Allah Ta'ala uns gewaltig, nur für diese wenigen Taten zu haben. Ist das keine Gnade? Hat das nicht den Wert, dass wir jeden Moment sagen, Alhamdulillah? Andere Gelehrte sagen, es gibt Stufen der Dankbarkeit. Sie sagen, die Stufe der normalen Menschen, der Awam, Shukrul Awam sozusagen, der einfachen, der Allgemeinheit der Menschen, ist, wann danke ich, wann bin ich dankbar, wenn ich etwas bekomme, oder? Immer wenn ich etwas bekomme, bin ich dankbar. Wenn jemand mir nichts gibt, bin ich nicht dankbar. Wofür soll ich dankbar sein? Hat mir doch keiner was gegeben, oder? Heute so die Einstellung. Ich meine, warum soll ich denn danken? Doch das ist die niedrigste Stufe. Und es gibt Gelehrte, auch des Tasawuf, ich will keinen erschrecken, sie sagen, das ist die Dankbarkeit der Hunde. Warum? Ein Hund, wenn ich ihm einen Knochen zuwerfe, freut er sich, oder? Wenn ich ihm nicht zuwerfe, dann bellt er. Wir sind nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich, wenn ich ihm was tue, freut er sich, wenn nicht, dann nicht. Und er sagt, das ist die unterste Stufe der Dankbarkeit. Dass ich auch nur dankbar bin, wenn ich etwas bekomme. Ansonsten schaue ich, komm, Allah hat dem gegeben und den. Warum er, warum nicht ich? Doch es gibt eine höhere Stufe. Und die höhere Stufe ist, dass ich Allah für das danke, was er mir gegeben hat. Also an Geschenken, an Plus, aber auch an Prüfungen und Zuständen, wo ich sagen würde, eher Minus, also aus meiner menschlichen Sicht. Das heißt, ich danke Allah Ta'ala in guten und in schlechten Zeiten, weil gut und schlecht sind sowieso Dinge nur aus Sicht des Menschen, gut und schlecht. Diesen Maßstab gibt es nicht, gut und schlecht. Wir sagen nicht, dass Allah nur Gutes tun muss oder dass er Schlechtes tut, hascha. Es ist erstmal ein Ausdruck einer falschen Aqida und auch Su'ul Adab. Yani. Das ist quasi ein unangebrachtes Benehmen zum Herrn der Welten. Dass wir Allah Ta'ala in jeder Situation, jeder Lebenssituation danken, subhanallah. Dass wir erkennen, dass sowieso alles auf ihn zurückgeht. Und er mit seiner Weisheit und Gerechtigkeit, ja mit seinem Willen, wenn Allah eine Sache will, dann ist sie. Und dann nehme ich sie an und ich sage Alhamdulillah. Subhanallah. Doch es gibt noch eine höhere Stufe, schaut mal. Es gibt noch eine höhere Stufe der Dankbarkeit. Die Gelehrten sagen, das ist den Blick für die Gnaden komplett zu verlieren und nur noch den Gnadengeber im Blick zu haben. Es geht mir gar nicht darum, etwas zu bekommen, nicht zu bekommen, gut, schlecht. Das ist alles zweitrangig für mich gewesen. Es kommt von Allah Ta'ala oder nicht mal das, es geht nicht mehr darum, kommt etwas, kommt nicht. Ich habe die ganze Zeit nur Allah Ta'ala vor Augen. Was meine ich vor Augen? Wir können natürlich nicht Allah mit unseren Augen sehen, sondern wir sehen Allah mit unserem Herzen. Das ist übrigens auch die Bedeutung, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, أن تعبد الله كأنك تراه, dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen, als würdest du ihn mit dem Herzen sehen. Das ist die Bedeutung von diesem Satz. Als würdest du ihn mit dem Herzen sehen. Und wann siehst du Allah mit dem Herzen? Wenn in deinem Herzen nichts anderes mehr ist außer Allah. Das ist natürlich schwierig, das ist nicht einfach zu erreichen. Aber das ist nicht umsonst auch die höchste Stufe, subhanallah. Das nennen die Gelehrten Mushahada. Mushahada. Dass ich nichts anderes mehr vor Augen habe außer Allah. Und dann sage Alhamdulillah. Es geht sowieso nur noch Alhamdulillah und den Namen Allahs. Subhanallah.
Man könnte noch weiter darüber sprechen, über diesen Hamd und die Dankbarkeit und den Lobpreis Allahs natürlich. Wir wollen es für den zweiten Teil erstmal dabei belassen, inshallah. Inshallah. Tufan, Frage. Mursat, Alhamdulillah. Die Schwester, meine Schwester nimmt eine Frage. Ja, Schwester. Naam. Genau. Der Gelehrte Ibn Juzay al-Kalbi in seinem Tafsir al-Tasheel li'ulum al-Tanzil spricht an dieser Stelle über den Vers etwas länger und er sagt, es gibt drei Arten der Gnadengaben. Und das eine ist Ni'am dunyawiyya, also diesseitige Gnaden. Das ist Vermögen und oder Gesundheit und Vermögen. Gesundheit und Vermögen. Das zweite sind Ni'am diniyya, also in Bezug auf die Religion. Das ist Wissen und Taqwa, Ilm und Taqwa. Und es gibt Ni'am ukhrawiyya, also auf das Jenseits bezogene Gnaden. Und das ist viel Belohnung für wenig Taten in einer kurzen Zeit. Viel Belohnung für wenig Taten in einer kurzen Zeit. Und das sind alles Dinge, also mit anderen Worten, das sind alles Dinge, für die wir Dankbarkeit zum Ausdruck bringen müssen. Für Gesundheit, Vermögen, Wissen, Taqwa und diese Belohnung Allahs im Jenseits. Na. Genau. Mustafa, Fragen? Fragen online? Online Frage, ja. Nein. Was kann man am besten gegen Faulheit und der Ibadah und im Allgemeinen tun? Woran könnte es liegen? Man möchte sich die ganze Zeit ändern, aber schafft es nicht, die ersten Schritte. Was kann man gegen Faulheit in der Ibadah tun? Dass man sich zunächst einmal bewusst macht, wohin diese Faulheit führt. Mal schauen, Allah Ta'ala sagt im Koran, wal asr. Innal insana lafi khusr. Er sagt, bei der Zeit, ohne Zweifel, der Mensch, jeder Mensch ist dabei zu verlieren. Warum? Weil Zeit ist immer gegen uns, nicht für uns, oder? Zeit vergeht. Wir wissen, dass wir alle zu einem bestimmten Zeitpunkt, alles um uns herum zu einem bestimmten Zeitpunkt hinausläuft. Und wenn diese Zeit vorbei ist, dann ist alles vorbei. Und Faulheit führt zu was? Dass ich nicht nur verliere, wie jeder dabei ist zu verlieren. Selbst wenn ich handle, bin ich dabei zu verlieren. Selbst wenn ich tue, weil die Zeit rennt die ganze Zeit gegen mich. Doch wenn ich nichts tue, dann ist die Zeit doppelt gegen mich. Selbst eine auch der Heilmittel, auch wie die Gelehrten im Allgemeinen für Krankheiten, das könnt ihr euch merken, für Krankheiten, Dinge, die schlecht sind, die mir schaden, dass ich zunächst einmal mir bewusst mache, wohin führt das? Wenn ich an dieser Sache festhalte, könnt ihr als Grundregel für euer Leben nehmen, egal was es ist. Dass ich mir erstmal bewusst mache, wohin führt das? Und Faulheit, die Realität ist, dass es zu einem großen Schaden führt. Wenn ich Allah Ta'ala nicht anbete, was will ich am jüngsten Tag sagen, wenn die Zeit vorbei ist? Ja Allah, ich habe keine Zeit gehabt, ich habe keine Lust gehabt. Wir werden nach all diesen Dingen gefragt werden. Nach unserem Wissen, nach unserer Zeit, nach unserem Vermögen, nach unserem Gebet. Und das Gebet, weil die Frage war, Allah Ta'ala anzubeten, das Gebet ist das Erste, wonach wir am jüngsten Tag gefragt werden. Das Allererste. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt in der Überlieferung, wenn das Gebet gut ist, dann ist alles Weitere danach wird gut sein als Prüfung. Wenn das Gebet schlecht ist, dann mit anderen Worten, gute Nacht. Deswegen mögen Allah Ta'ala uns auf dem Gebet festigen, uns vor Faulheit schützen. Und natürlich, das Erste ist, wenn man etwas verändern will, ist, dass man sich natürlich die Gefahr dieser Sache bewusst macht. Dass man die entsprechenden Mittel schafft, dass man aus dieser Gefahr kommt. Weil manchmal hat das auch vielleicht mit anderen Dingen zu tun, die damit zusammenhängen. Wenn ich Freunde habe, die alle faul sind und nur rumliegen und nur chatten und nur zocken und so weiter und ich von ihnen umgeben bin, dann werde ich eventuell genau wie sie sein, mich genauso verhalten wie sie. Das heißt, ich muss mir zunächst einmal die Gefahr der Sache bewusst machen, mich fragen, okay, gibt es Dinge, die mich in diesem Zustand halten, die ich ändern muss? Und die beste Heilung für alles ist natürlich das Tun. Ich kann nichts verändern, ohne dass ich etwas tue. Es geht nicht. Und sehr wichtig, eine Sache, die wir auch niemals unterschätzen dürfen, ist Dua. Dass wir Allah Ta'ala bitten. Dass wir Allah Ta'ala
bitten. Und der Prophet ist eines der Bittgebete des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Kassal, wovor der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht hat. Naam, Allahu alam. Glaufig. Na. Sonst Fragen, Anmerkungen? Noch eine? Noch eine andere Frage. Die Beschäftigung mit Logik, Mantik erlaubt? Ist die Beschäftigung mit Logik, Mantik, mit Ilm al-Mantik erlaubt? Also zunächst einmal müssen wir verstehen, dass bevor wir ein Urteil über eine Sache fällen können, oder im Allgemeinen, merkt euch dies auch als Grundregel für alles in eurem Leben. Bevor ihr ein Urteil über eine Sache fällen könnt, müsst ihr die Sache selbst erst einmal verstehen, oder? Ich muss wissen, okay, worum geht es? Was ist diese Sache? Wie wird sie definiert? Was bedeutet sie? Bevor ich ein Urteil fällen kann. Deswegen sagen die Gelehrten, الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Quasi das Urteil über eine Sache, oder anders, dem Urteil einer Sache geht die richtige Vorstellung der Sache, das geht dem Urteil voraus. Ich muss sie erstmal begreifen. Das Begreifen geht dem Urteil voraus. Und wenn wir die unterschiedlichen Urteile über das Erlernen von Logik, von Mantiq, wenn wir uns die unterschiedlichen Urteile anschauen unter den muslimischen Gelehrten, dann sehen wir, dass manchmal diametral gegenüberstehende, entgegenstehende Urteile. Der eine sagt, Fard Kifaya, es ist eine Kollektivpflicht, es muss Muslime geben, sie müssen sich damit auseinandersetzen. Andere Gelehrte sagen, Haram, verboten, man sündigt. Andere Gelehrte sagen, erlaubt, Mustahab. Wie kommen die Gelehrten zu unterschiedlichen Urteilen? Wie wir gesagt haben, auf Basis dessen oder auf Basis der Vorstellung über die Sache, was sie darunter verstehen. Deswegen haben die Gelehrten zwischen zwei Arten von Mantiq unterschieden. Zwischen Mantiq Mahmud und Mantiq Madhmum. Also eine löbliche Logik sozusagen und eine tadelnswerte Logik. Und die tadelnswerte Logik ist die, das was die Gelehrten verboten haben, dazu gehören Gelehrte wie Imam Ibn Salah, Imam al-Nawawi, Imam al-Suyuti und andere. Die haben gesagt, es ist haram. Warum? Aber was meinten sie mit Logik? Sie meinten genau diesen Mantiq Madhmum, dass ich Werke über Logik lese zum Beispiel oder studiere, die falsche Glaubensinhalte beinhalten. Seltsame Vorstellungen über die Welt, über den Menschen, über Gott. Irgendwelche sinnlosen philosophischen Diskussionen beinhalten. Das ist verboten. Weil das hat erstens keinen praktischen Nutzen, Zeitverschwendung. Zweitens verwirrt es mich in meiner Aqida. Diese Art von Logik ist verboten. Doch Mantiq Mahmud, und das, was viele auch Gelehrte meinen, oder das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, in den islamischen Wissenschaften als Hilfsmittel muss ich Ilm al-Mantiq studieren, Logik. Ich muss das studieren, als Student des Wissens. Es geht nicht anders. Aber welche Logik ist damit gemeint? Nicht die erste, die tadelnswerte, die zweite. Und woraus besteht die zweite Logik? Wenn wir uns die Werke der Gelehrten anschauen, was sie mit Logik dann meinen, was sie darunter verstehen, sind das Dinge wie definiere ich Dinge richtig? Begriffsbestimmungen. Was ist eine Definition? Welche Kategorien haben Definitionen? Welche Arten von Definitionen gibt es? Wie erkenne ich fehlerhafte, lückenhafte Definitionen? Ich meine, da kann kein normal denkender Mensch kann das sagen, aber auch kein Muslim, der sich wirklich mit dem religiösen Wissen beschäftigt, kann sagen, dass das verboten wäre, oder? Ich meine, bevor ich etwas studieren kann, muss ich es definieren. Und das macht die Logik. Ein weiterer wichtiger Bereich, mit dem sich die Logik auseinandersetzt, ist die Art und Weise, wie ich Dinge kategorisiere, einteile und so weiter. Das ist wieder reine Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit. Drittens, was die Logik macht, also das erste ist der Bereich der Ta'rifat, wie die Gelehrten sagen, das zweite der Bereich der Taqsimat und das dritte, sprechen die Gelehrten von Barahin zum Beispiel, von Beweisen im Allgemeinen. Was ist ein Beweis? Wie stelle ich einen Beweis auf? Wie argumentiere ich logisch richtig, folgerichtig? Das heißt, bevor ich ein Urteil darüber fällen kann, ob ich Logik lernen darf oder studieren darf, mich damit auseinandersetzen darf, Werke darüber lesen darf, oder den Unterricht dazu besuchen darf, muss ich erstmal definieren, was meine ich mit Mantiq, was meine ich mit Logik.
Und wenn wir über Logik sprechen und das, was die muslimischen Gelehrten darunter verstehen und was sie auch zur Pflicht erklären für einen Studenten des Wissens zum Beispiel, für die Allgemeinheit, jemand, der das nicht braucht, der sein Fard einlernt, also das, was für ihn eine Individualpflicht ist, der muss sich nicht damit auseinandersetzen. Und eventuell, wenn das auch zu kompliziert ist und er sich nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen möchte, das muss er nicht. Gegenteil, vielleicht sogar empfehlenswert, dass er es nicht tut. Aber jemand, der wirklich wissenschaftlich arbeiten will, auch als Muslim, auch in den islamischen Wissenschaften, der kommt nicht drum herum, sich mit Logik auseinanderzusetzen. Denn er wird irgendwann im Wissen und seinem Studium an die Grenzen kommen. Er wird an seine Grenzen kommen. Er wird ja, Werke, wissenschaftliche Abhandlungen und so weiter in einem höheren Niveau nicht mehr verstehen können. Ich meine, wenn dann die Gelehrten selbst anfangen, über Definitionen zu diskutieren. Der eine sagt, nein, das ist ein Hadd und Naqis und das ist ein Rasm und Naqis und nein, das ist ein Tarif Bilaf und so weiter. Und dann diese Grundlagen der Logik nicht hat, und sagt, was reden Sie dort, Bahnhof? Oder wenn Sie dann argumentieren, das ist der Burhan dafür, Qiyas hier, die Prämissen und so weiter, dann wird der Student des Wissens dieses Werk lesen und Bahnhof. Und das in Aqidah, in Fiqh und auch in Tasawuf übrigens. Imam Zarruq, ein bekannter Gelehrter, hat Mantiq quasi dienstbar gemacht für Tasawuf, subhanallah. Das heißt, egal in welchem Wissenschaftsbereich, auch von den wichtigen Wissenschaften, wenn ich nicht als Student des Wissens einen Grad an Mantiq gelernt habe, werde ich irgendwann an meine Grenzen stoßen, auch im Wissen. Das heißt, die Urteile der Gelehrten unterscheiden sich je nachdem, was unter Logik zu verstehen ist. Das ist klar, ich denke, das haben wir verstanden. Und deshalb sagen zum Beispiel auch Gelehrte wie Imam al-Ghazali, er hat ein wichtiges Werk im Usul al-Fiqh geschrieben, Al-Mustasfa fil Usul. Und womit beginnt er? Mit einer Einleitung zum Mantiq. Und er sagt dann am Ende, sinngemäß, also er spricht dann über den, der das nicht lernt, und er sagt, فَلَا ثِقَةَ لَهُ أَصْلًا بِعُلُومِهِ أو كما قال. Er sagt, wer das nicht gelernt hat, der ist von Grund auf nicht mehr vertrauenswürdig in seinem Wissen. Dem darf ich nicht mal zuhören. Subhanallah. Und deswegen ein anderer Gelehrter, Imam Taqiyuddin al-Subki, Imam Taqiyuddin al-Subki, Sheikh al-Islam, er sagt sinngemäß in einer seiner Fatawa, er sagt, wer sagt, dass die Auseinandersetzung damit Haram oder Kufr sei, der ist ein Jahil, der ist unwissend, der weiß nicht, was er redet. Und er sagt, diese Person weiß nicht, was Tahrim ist, was überhaupt bedeutet, etwas als verboten zu erklären, was Tahlil ist, was Kufr ist und so weiter. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Sagt noch her. Na. Ja, Bruder. Ich habe zwei Fragen. Na. Darf man im Einzelhandel arbeiten, wenn man was? Wenn man Alkohol verkaufen muss. Nein, darf man nicht, das ist das grundsätzliche Urteil. Also ich darf klar bei Alkohol und bei Dingen, die verboten sind, die darf ich nicht verkaufen. Es kann natürlich bestimmte, auch in dem Kontext, in dem wir leben, bestimmte Umstände einer Person geben, die es eventuell notwendig macht. So. Aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, da kann man kein allgemeines Urteil fällen. Das grundsätzliche Urteil ist klar, ich denke, da gibt es auch keine Diskussion, da wird keiner dir auch was anderes sagen, dass Dinge, die Allah Ta'ala verboten hat, einzunehmen oder auch zu verkaufen, verboten ist, dass man mit ihnen arbeitet. Also da gibt es keine Diskussion. Was mit einzelnen Personen ist, ob eine Notwendigkeit besteht etc., da muss sich die Person eine Fatwa einholen. Wallahu a'lam. Dann kann man nichts Allgemeines sagen. Na. Na, Afen, noch ein, ja. Stimmt es, dass ein muslimischer Mann seinen Bart nicht abrasieren darf ohne triftigen Grund? Also zunächst einmal über das Kürzen und Rasieren des Bartes. Dort gibt es Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Meines Wissens nach ist das komplette Abrasieren, ohne Grund, für den muslimischen Mann nicht erlaubt. Grundsätzlich. Über das Kürzen des Bartes gibt es kaum Meinungsunterschiede, dass man es kürzen darf. Das findet man in unterschiedlichsten Schulen. Im Gegenteil, man findet zum Beispiel wie bei den Malikiten Meinungen, dass wenn ich ihn zu lange wachsen lasse, dass ich das kürzen muss sogar. Subhanallah. Genau.
Wenn es, das ist auch wieder eine Frage, es kann natürlich wieder sein, dass eine bestimmte Person aufgrund eines bestimmten Umstandes einen Schaden erleidet, wenn sie ihren Bart nicht kürzt zum Beispiel. Aber wie gesagt, die Sachen sind auch wieder einzelfallabhängig. Aber grundsätzlich, das grundsätzliche Urteil für den muslimischen Mann, dass er seinen Bart nicht komplett abrasieren darf. Allahu a'lam. Na. Man wird natürlich auch Gelehrte finden, die das erlauben. Was man auch nicht außer Acht lassen darf, es gibt Gelehrte, auch zum Beispiel auch in der malikitischen Schule, die sehen gerade den Bart und die Länge des Bartes und die Art des Bartes als eine Frage von Urf, von Brauch und Sitte, sozusagen. Das kann auch wieder eine Rolle spielen und so weiter. Aber wie gesagt, das grundsätzliche Urteil, wallahu a'lam, bei den Gelehrten ist, dass man es nicht komplett abrasieren darf. Beim Kürzen, auch wenn man heute manchmal Leute hört, man darf den Bart nicht kürzen und so weiter. Subhanallah, diese lautstarken Meinungen gehen schon fast einem oder handeln schon fast einem Ittifaq unter den Gelehrten zuwider. Also es gibt eine Dinge, wo sich viele Gelehrte einfach einig sind, ein Großteil der Gelehrten einig sind und man sagt dann, sowas gibt es nicht, sowas darf es nicht geben. Nein, es gibt Gelehrte der Schafi'iten, die sagen, den Bart darf ich kürzen. Es gibt Gelehrte bei den Hanbaliten, darf ich den Bart kürzen. Und auch bei anderen Schulen, bei Malikiten und so weiter. Na'am, Wallahu a'lam. Ja, Schwester. Ich habe eine Frage zu einem ganz anderen Thema, zu einem Hadith, ja, in dem gesagt wird, dass Frauen, die sich eng bekleiden, den Geruch des Paradieses von 500 Metern, nicht 500 Jahren nicht wahrnehmen werden können. Also wie ist das zu verstehen, dass man nie ins Paradies eintritt oder dass man so. Ja. Also was man bei, oder allgemein, weil es auch das Thema mit dem Bart kam oder auch allgemein Themen zu Kleidungsvorschriften kommen, auf Basis der Quellen, nicht nur, es gibt nicht nur ein Hadith zu dem Thema, es gibt viele Hadith, gerade bei Kleidung. Es gibt auf Basis der Quellen bestimmte Grundlagen, die Gelehrten niedergelegt haben, die für Mann sowie Frau gelten. Für Mann sowie Frau gelten. Dass die Kleidung zum Beispiel erstmal die Aura bedeckt, das ist klar, das ist die erste Sache. Die Kleidung muss die Aura bedecken, beim Mann so wie die Frau. Und dann schaut man, okay, was mit Aura gemeint, zum Beispiel bei der Frau ist die Aura oder Aura alles außer Gesicht und Hände. Manche Gelehrte sagen Füße, aber die meisten Gelehrten sagen außer Gesicht und Hände. Das heißt, erstmal die Aura muss bedeckt sein und das, was keine Aura ist, darf gezeigt werden. So zum Beispiel. Erste Grundlage bei Kleidung ist, die Aura muss bedeckt sein. Die zweite Grundlage ist, selbst wenn die Aura bedeckt ist, die Kleidung darf nicht durchsichtig sein. Zum Beispiel, was bringt mir eine komplett bedeckte Aura, wenn meine Kleidung durchsichtig ist? Zweite Grundlage. Dritte Grundlage, die Kleidung darf nicht sehr eng anliegend sein, so, dass es wieder ad absurdum geführt wird, dass ich meine Aura bedecke. Das heißt, Dinge, die eigentlich bedeckt sein sollten, sieht man wieder. So, dritte Grundlage. Vierte Grundlage, auch sehr wichtig, eine Sache, die viele Leute vergessen, ist, selbst wenn ich die ersten drei Grundlagen umgesetzt habe, dass ich etwas trage in einem Kontext, einem Ort, zu einer Zeit, was besondere Aufmerksamkeit erregt. Gelehrten sagen, libasu shuhra, sozusagen. Dass ich, keine Ahnung, ich bedecke zwar meine Aura, es ist nicht durchsichtig, es ist nicht innenliegend, aber ich trage mich so, wie es eigentlich völlig ungewöhnlich ist für die Gesellschaft, in der ich lebe. So hart es auch klingt, gerade auch an die Brüder manchmal, auch einige Lehrer haben dies bestätigt, gerade für unseren Kontext. Wenn ich, also manche, ich weiß, also da gibt es Meinungsunterschiede, aber beispielsweise, wenn ich in dem Kontext, in dem ich lebe, ich gehe zur Arbeit zum Beispiel ins Büro, ich arbeite und ich gehe ganz normal ins Büro und ich trage jetzt eine Jalabiya bis zu meinem Oberschenkel und ich gehe so ins Büro zum Beispiel. Das könnte Libas Shuhra sein. Warum? Weil alle, das heißt, also Shuhra heißt, Libas Shuhra heißt, alle zeigen, würden Theorie, könnten auf mich zeigen. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Auch eine Sache. So. Und dann sehr wichtig, gerade, jetzt komme ich zu deiner Frage, es gibt natürlich Überlieferungen auch in Bezug auf es ist nicht nur die Kleidung, auch auf den Duft und das Parfüm und so weiter, die vom Propheten zum Beispiel hart getadelt werden, Überlieferungen.
Wir haben die grundsätzlichen Urteile gesagt, aber wir müssen hier noch einen weiteren Punkt beachten, das ist der Punkt der Absicht. So. Wenn ich jetzt absichtlich zum Beispiel rausgehe und eng anliegende Kleidung trage oder ein sehr starkes Parfüm trage, weil ich sage, ich gehe raus und die sollen alle mich beobachten und sehen und riechen, wie schön, mashallah und, dann fällt sowas zum Beispiel genau unter diese Überlieferungen. Wo also die einen, wenn er sie so äußerlich liest, erstmal hart vorkommen, aber das ist die Realität. Weil das natürlich zu sehr, sehr viel Schaden auf unterschiedlichen Ebenen, gesellschaftlich, persönlich, familiär und so weiter führen kann. Ja, Allahu a'lam. Also ich bin ein Freund davon, dass wir erstmal immer die Grundlagen niederlegen, aufbauend darauf nochmal sozusagen dann genau schauen, okay, in welchem Kontext ist was gemeint. Allahu a'lam. Ja, Tunnel. Nur angeschlossen an diese Frage. Der Hadith ist ja sehr streng auch, wenn man das so betrachtet. Aber an sich zum Beispiel angebetlich machen ist an sich strenger als das zum Beispiel. Und dazu gibt es auch Hadith. Also viele Leute denken dann, bedeutet das jetzt, ich bin jetzt in Jahannam oder so. Wusste sich erstmal nein, weil jemand, der betet, heißt auch nicht, jemand, der nicht betet, bedeutet auch nicht, dass er gleich in Jahannam kommt. Sondern man muss, Allah Ta'ala schaut individuell auf die Person. Und wie die Person, in welchem Umfeld sie ist. Barakallahu fiqh, jazakumullah. Nein, sehr, sehr wichtiger Punkt. Natürlich, im Allgemeinen, barakallahu fiqh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Im Allgemeinen, wenn wir Texte im Koran und der Sunna haben, die eine ganz spezifische Sache natürlich auf eine harte Art und Weise auch tadeln, bestrafen oder eine Strafe in Aussicht stellen, dann kann man das, wie der Bruder erstmal sagt, erstmal nicht verallgemeinern. Weil das kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Und man muss das natürlich auch im Vergleich zu anderen Pflichten und Geboten betrachten. Und grundsätzlich natürlich, auch wenn ich es tue oder getan habe, wir werden inshallah nächste Woche darüber sprechen, die Art und Weise, wie Allah Ta'ala mit uns umgeht, ist Alhamdulillah, deswegen sagen wir Alhamdulillah, die Art und Weise der Rahma Allahs. Wenn Allah Ta'ala mit seiner Gerechtigkeit mit uns, nur mit seinem Adel mit uns umgehen würde, dann gute Nacht. Gute Nacht, denn keiner von uns kann dem gerecht werden, was Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Aber deswegen ist Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wir werden nächste Woche ausführlich darüber sprechen, inshallah. Ja. Zu meiner Frage habe ich noch nicht ganz so verstanden, weiß ich nicht, müsste ich jetzt schauen, was genau mit der 500, was die Kommentatoren dazu sagen. Bestimmte Zahlen auch im Arabischen, sei es 700, sei es 500 und so weiter, deuten einfach auf etwas sehr Vieles, Gewaltiges hin, etwas Starkes hin und so weiter. Was genau hier mit den 500 gemeint ist, wallahu a'lam, müsste ich nachschauen, keine Ahnung. Also weiß ich jetzt so nicht auf Anhieb. Ja. Na, es gibt unterschiedliche, der Bruder spricht über die Lieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass wenn eine Fliege quasi in ein Getränk fällt, dass man sie drückt und also dass man das umrührt etc. Es gibt unterschiedliche Erläuterungen dazu. Also wir könnten das jetzt aus einer natürlich Fiqh-Perspektive betrachten. Ist die Fliege najis oder nicht unrein? Das ist erstmal ein Beleg dafür, dass es bei einigen Leuten nicht unrein ist, sozusagen, dass die Fliege rein ist. Denn wenn sie unrein wäre, sie nochmal sozusagen umrühre und sie im Getränk lasse, dürfte er es nicht mehr trinken. Das ist erstmal ein Beleg für die, also zum Tafsir ist erstmal ein Beleg für die Reinheit der Fliege. Man könnte sich das aus wissenschaftlicher Perspektive anschauen. Es gibt heute Wissenschaftler, die sagen, okay, Fliegen haben auf ihren Flügeln auch unterschiedliche Arten von Bakterien, die sich gegenseitig ausgleichen etc. Wallahu alam. Also du kennst mich, mein Freund von Fiqh. Für mich ist die Sache in dem Hadith klar, ist erstmal eine Fiqh-Frage. Und zwar, dass die Fliege rein ist. Wallahu alam. Na, Tadl. Ich habe tatsächlich so, wenn die Fliege von sich aus reingeht und du schmeißt sie dann raus, dann ist es auch da. Aber wenn du sie absichtlich reinschmeißt und sie stirbt, dann ist es nicht so und dann ist es Najis. Also, war glaubig.
sagt noch einer. Na, siehst du, das gibt auch einige Unterschiede aus einer Fiqh-Perspektive unter den Gelehrten dazu. Na, genau. Bevor es jetzt weiter mit den Fiqh-Fragen ausartet, inshallah, beenden wir die Sitzung. Alhamdulillah. Wenn man einmal mit den Fiqh-Fragen anfängt, dann wird es zu Fatwa-Show und da muss man aufpassen. In dem Sinne. Allahu alam. Möge Allah Ta'ala uns Wissen und Weisheit schenken und dieses Wissen zu einem Licht für uns machen, im Dies und im Jenseits. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته